Hallo und willkommen zu einer neuen Let's Play-Reihe. Wir schauen uns Seven an, in der Enhanced Edition, erschienen bereits im Jahr 2017, im Dezember allerdings. Und seitdem hatte es auch nochmal ein Update mit zusätzlichem Inhalt gegeben. Und ja, das ist halt jetzt die Enhanced Edition. Was ist das für ein Spiel? Das ist ein isometrisches Action... Stealth-Spiel. Action-Stealth in dem Sinne, dass man sich ein bisschen aussuchen kann, ob man alles ummetzelt oder lieber rumschleicht. Und da muss ich auch selber mal schauen, ob ich da noch, ob ich mit diesem Stealth-Part warm werde. Ich habe das Spiel jetzt so etwa 1 bis 2 Stunden gespielt und bin mir noch so ein bisschen unschlüssig, ob ich das mit dem Stealth so mag. Vielleicht muss ich auch noch ein bisschen da tiefer reinschauen. Rollenspielanteile hat es in dem Sinne, dass man hier entsprechend ein bisschen was an Entscheidungen hat, wie man seinen Charakter gestaltet, aber es ist jetzt auch kein wahnsinnig tiefes Rollenspiel. Also man läuft mit einem Charakter rum und zumindest am Anfang ist es ziemlich linear und da hat es eigentlich noch gar keine Rollenspielanteile. Der Entwickler ist Fool's Theory und der Publisher ist IMGN Pro, die auch bei der Entwicklung bei Steam mit angegeben sind. Da weiß ich jetzt allerdings nicht, wie groß deren Anteil ist. Das Spiel hat etwa eine Gesamtspielzeit von, kommt drauf an, was man da glauben mag, aber ich würde das mal zwischen 20 und 50 Stunden einschätzen. Durch diesen DLC sind wohl laut Entwickler nochmal 7 Stunden dazugekommen, wenn ich mich recht erinnere. Müsst ihr mal schauen. Einen Schwierigkeitsgrad gibt es nicht. Wir schauen jetzt erstmal kurz in die Optionen rein. Erstmal Spiel, da haben wir ja unterschiedliche Sachen, die man einstellen kann. Tutorial, Minikarte, Drehung, die habe ich umgestellt, glaube ich. Sodass die halt jetzt statisch ist, genau. Dann haben wir... Moment, ich muss mal gerade hier einen Stecker ziehen. So. Dann haben wir den Text. Das Spiel ist ist grundsätzlich erst auf Englisch und mit Textsprache Deutsch kann man halt die Texte dann auf Deutsch umstellen. Die Vertonung ist aber weiterhin nur auf Englisch. Dann haben wir Video. Ja, da haben wir ein Bitratenlimit, Anzeigemodus, vertikale Synchronisierung. Die war, glaube ich, standardmäßig aus. Die habe ich eingestellt. Und dann wird man ganz am Anfang auch nach der Helligkeit gefragt und ob man diese Tutorials will. Dann hat man hier noch die erweiterten Grafikoptionen. Da war bei mir jetzt standardmäßig auch alles auf Max. Und dann haben wir Audio, da standardmäßig alles auf 100%. Und da sieht man auch schon ein bisschen wieder das Problem, was ich damit habe. Denn der Ton für die Sprachlautstärke, der ist mir ein bisschen zu wenig gewesen. Ich habe zuerst alles auf 70% gestellt, dann war das viel zu leise, dann habe ich das auf 100 gesetzt. War immer noch zu leise, dann habe ich auch die Hauptlautstärke auf 100 gesetzt. Könnte meinetwegen noch lauter sein, aber es gibt keine Option dafür. Jetzt müsste ich quasi den Windows-Sound lauter machen, das dann noch weiter runterstellen und dann noch das in OBS umstellen. Aber ich lasse das jetzt mal so und ich hoffe, das passt. Aber ja, wieso eichen Entwickler das nicht auf eine Lautstärke von, weiß nicht, 50-70%? Irgendwas in der Mitte, dass man in beide Richtungen was umstellen kann. Das ist ein bisschen dämlich. So, Steuerung, Tastatur und Maus, man kann es auch im Gamepad spielen. Anzeigeempfindlichkeit, das sollte soweit passen. Dann haben wir, habe ich nichts umgestellt, kommt natürlich auf die Mauseinstellungen an, oder Mauspräferenzen, Tastenbelegung, habe ich jetzt auch nicht viel geändert. Wichtig anzumerken ist vielleicht, dass man hier einige Tasten nicht umstellen kann. Und standardmäßig schnell speichern und schnell laden, die sind auf F4 und F8 oder irgendwas umgelegt. Standard ist F5 und F9 für alle Spiele. Ich weiß gar nicht, womit das angefangen hat, aber das müssten so, weiß nicht, Half-Life oder irgendwas gewesen sein, die sowas F5 und F9 verwendet haben. Und die allermeisten Spiele, die sowas haben, die verwenden diese Tasten auch. Aber, oder sagen wir mal, nicht die allermeisten Spiele, aber der größte Chunk von Spielen, sagen wir es mal so, benutzt F5 und F9.
Aber es gibt halt immer wieder Spiele wie auch die hier, die dann, weiß ich nicht, F4 und F8 oder irgendwas nehmen. Ja, keine Ahnung wieso. Gut, dann legen wir auch los. Ich mache jetzt hier nochmal einen kurzen Schnitt, weil ich mal noch was nachchecken will. Und dann gehen wir mit dem Intro weiter. So, da sind wir wieder. Und zwar hatte ich gerade noch nachgeguckt, ob ich am Anfang den Kram aufsammeln muss, weil das könnte das Ganze etwas beschleunigen für den Anfang. Wir starten erstmal eine Art Prolog. Und da kann ich vorwegnehmen, dass man die Sachen, die man hier bekommt, nicht ins weitere Spiel dann übernehmen kann. Von daher braucht man da jetzt auch nicht großartig rumlaufen und alles einsammeln. Wir starten also jetzt ein neues Spiel. Since the days long gone, the world has lain in ruins. A great war was fought between the ancients and their adversaries, the demons. The conflict raged for generations. And when the dust settled, nothing remained but ash and bones. The children of war were left to fight over the spoils of the fallen cities to survive. That was until the last prophet of mankind rose up. A great man with purpose and vision. His name was Drugen. He wandered the world for years until he found the forgotten power of the ancients. He then returned to unite the warring human tribes under his banner. The Vetrol Empire was born. With his technocracy established, Drugen set about his great quest to travel into the heavens. Through his guidance, humanity rose up from the dirt of this shattered world, and a new civilization was born. But mankind has changed. They have fallen far from the light of the ancients. They delve into the past, searching for power, no matter the consequences. However, there are those cunning and ruthless enough to take a different approach. They take the secrets of knowledge from those who have already found them. If only the ancients could see what they have become. Not everyone is interested in promises of a paradise in the stars. The only paradise they want is the one they can steal for themselves. Ja, eine schöne dystopische Welt. Bisschen Blade Runner-mäßig. Aber halt mit einer Fantasy-Vergangenheit, sag ich mal. Terrell, you coming? The execution's about to start. Relax, I can still see you. I'm above you. I just need to use a zip line to get down there. Genau. Blablabla. Und da haben wir jetzt auch haufenweise Codex-Einträge schon bekommen. Und die kann man jetzt hier irgendwo einsehen. Tagebuch. Das sind unsere Quests. Benutze die Seilrutsche, um zu Vätig auf dem Platz zu gelangen. Ich bin dabei, Vätig den Job seines Lebens schmackhaft zu machen. Ich habe das Gefühl, dass es genauso gut laufen wird wie eine Krankheit in einem Bordell. Mein Plan ist es, einen Ort auszurauben, der so gut bewacht ist, dass es bisher noch niemand geschafft hat, einzubrechen. Das Grugbarra-Anwesen. Genau. Wir haben aber... Hier haben wir das Tutorial mit... Die sind... Das ist sehr seltsam gehalten, weil das hier
irgendwie nach keinem gescheiten System sortiert ist. Hier hat man Bewegen, Sporten, Springen, Klettern, Angriffe, Dietriche. Also, das ist noch nicht mehr Dietriche, sondern hier ist auch Energie und Fallen und Fertigkeiten und alles Mögliche drin. Und dann haben wir hier Krams und da Krams. Ich habe die mir jetzt mal alle durchgelesen, aber das Sortier, das erschließt sich mir nicht. Also hier steht halt Bewegung, da steht Kampf, Fähigkeiten und Objekte, Weltkarte, aber Hacking hat jetzt auch nichts mit der Weltkarte zu tun, also das ist sehr seltsam. Dann haben wir Erinnerungen, das ist so eine Art Kodex. Und da müsste ich eigentlich ein bisschen was von vorlesen. Da haben wir ein Bestiarium, da haben wir die Karte und ja, da werde ich jetzt erstmal nichts zu vorlesen, dann wahrscheinlich im zweiten Teil, wenn wir mal ein paar Sachen durchgehen. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier ein bisschen ans Spiel kommen. So, wir können jetzt hier das verwenden. Das Tutorial wird auch gerade nicht angezeigt. Das wird aber auch... Ich glaube, das liegt jetzt daran, dass ich schon das zweite Mal das hier mache. Ich habe, wie gesagt, ein bis zwei Stunden gespielt. Und da wurde mir das Tutorial auch angezeigt. Allerdings auch ziemlich schlecht. Also es wird nicht unbedingt dann angezeigt, wenn man Sachen braucht, sondern von wegen... Bei einigen Sachen schon. Und dann bei anderen lässt es einen komplett da stehen, ohne dass man weiß, was man machen soll. Yeah, well, I never liked the guild. Fancy a drink, Vatic? Left bar in the plaza. If you're paying? As always. We can walk and talk. What do you want, Terrio? You didn't call me out here for a drink. Your help on a job. A big job. I know you're not the guild's favorite thief these days. That wouldn't worry me, but I know it bothers you. This could get you their respect again. I was wondering how long it would take you to bring that up. Okay, I'll humor you. Before that, can you do me a favor and distract one of these workers? What? Why? Aren't the main walkways good enough for you anymore? No, my visa's just a little out of date, so I'm avoiding Technomagi as much as possible. Quick pickpocket and we're in. Cutting through the construction site's a handy shortcut too. Good day, friend. Lovely spot you have here to watch the execution. Got work to do. We ain't watching nothing. Haha, and a fine job you're doing. Nobody would blame you for peeking, though. Look, this is the good bit. So, jetzt können wir da was stehlen. Dazu müssen wir E halten, dann Taschendiebstahl auswählen und jetzt können wir hier mit Q beispielsweise alles nehmen. Die Steuerung ist auch nicht optimal, das ist halt mehr auf Gamepad, würde ich sagen, optimiert. Das ist vor allem ein paar Sachen im Inventar, da fragt man sich, muss das so sein? Ja, jetzt können wir jedenfalls das hier aufschließen. Okay, got the key. I'm guessing they're not going to be too pleased about this. Ready for some rooftop jumping? Oh, of course. Let's see how slow you become in your old age. Rush you to the other side. Genau. Das sind jetzt Gebiete, die man nicht betreten darf. Die werden auf einen aufmerksam und dann, da kann man schon sehen, dann würden die einen halt verfolgen. Und hier kann man auch direkt sterben. Also wenn man da runter flutscht, dann ist es halt vorbei. To waddle like a wild boar. Okay, fun's over. What's this job? It's a simple heist. Target some toff's toy. Won't be hard to sell to an artifact collector. If it's so simple, why are you asking for my help? Because you're the best spotter in the guild. And it's a two-man job. A couple of idiots have tried it solo, but... Shit, Terriel. This better not be what I think it is. The guild warned us they don't want any more failures. Too embarrassing. The guild just says that to test you. Don't be a coward, Vatic. We can pull this off, trust me. I don't trust you, though. That's the problem. And I'm not a coward.
I know that, but prove it to the Guild. With your spotting and my infiltration skills, we can do it. What do you say? I need a drink. Go on then. Say what I think you're gonna say. Mhm. Wir gehen jetzt hier hin. Da mal das Fragezeichen untersuchen. This man betrayed the Empire, our Lord Drugan, and all of his citizens. Weiter. Can only carry the highest penalty. Feed him to the beasts! Traitors to death! Make him suffer! Cut out his tongue! Gouge out his eyes! He is a blight on our great society. People who work against the Empire are working against humanity itself. They are cowards who only seek to witness the failure of our beloved Emperor! Gouge out his eyes! You'll never break me! We shall begin the execution shortly, so we may send this traitor to meet his maker, whatever foul creature that is! Naja, das war dieses Event. Der Auftrag, die Auftragbeschreibung, der Auftragbeschreibung aktualisiert. Tagebuch. Achso, der Auftrag ist unser Questname. Die Biomanten haben einen weiteren Pechvogel auf dem Halarplatz hingerichtet. Ketzerei, keine Frage. Habe das Gefühl, als findet zurzeit eine Hinrichtung am Tag statt. Jo. Können jetzt auch hier mal speichern. Was ich auch gemerkt habe, ich habe jetzt hier gespeichert, wenn ich lade, ich weiß gar nicht genau. Na, hier passiert es nicht. Was ich gesehen habe, ist, wenn man in der Mission lädt, dann kriegt man einen Debuff und man verliert dadurch erstmal Hitpoints. Das heißt, man kann sich auch wunderschön festspeichern. Nicht optimal. Ja. Ansonsten wollte ich jetzt aber mal gerade gucken, wegen dem Tutorial, dass wir das halt vielleicht doch nochmal einstellen. Aus. Zurück. Einstellung und Speichern. Und jetzt Spiel. Auch nochmal ein. Ah, hier, Tutorials zurücksetzen. Glück, Glück, Glück. So. Fortsetzen. Dann kannst du mit denen sprechen, aber die haben alle nichts zu sagen. Das ist halt nur Blabla. Du siehst eher aus wie der raue Typ. Kämpfst du in der Arena? So, wir gehen jetzt hier weiter. There it is, the Grookbarra Mansion. I fucking knew it. The fucking Grookbarra Mansion job. You're after the cipher, aren't you? That's the one. So you're in then. You cheeky son of a... Oh, why do I never learn my lesson? Look, you better not fuck this up, okay? I won't. You won't regret this, Vating. Meet me on the outcrop south of the mansion at dusk. I'm gonna make preparations. Oh, and one more thing. We'll need a distraction. So, Fähigkeitschip. Das bekommen wir jetzt beispielsweise eingeblendet, obwohl wir jetzt hier eigentlich noch gar nichts mit Fähigkeiten machen und auch nichts einsetzen können. Du hast die Möglichkeit, außerdem, wie gesagt, die Controls sind auch nicht optimal. Ich habe jetzt hier gar keine Maus. Du hast die Möglichkeit, verschiedene Fähigkeitenchips im Fähigkeitenfenster zu installieren. Diese Fähigkeitenchips dienen als Plattform zur Installation mehrerer aktiver und passiver Fähigkeiten und ihrer jeweiligen Verbesserungen. Jeder Fähigkeitenchip unterstützt nicht nur verschiedene Methoden, indem er unterschiedliche Anordnungen von aktiven, passiven und Verbesserungsslot bietet, sondern gewährt zudem individuelle Wertboni. Ja, super. Jetzt habe ich meine Maus wieder. Ja. Verwerfen oder Tutorial anzeigen. Damit kommt man dann in das Menü. Und verwerfen kommt man hier raus. Das ist sehr seltsam.
Ja, gehen wir mal weiter. You took your time. I was beginning to think you'd stood me up. Why would I do that? Is everything prepared anyway? I've sorted two subtle distractions for you, and you've got a route down to the rear gardens. I brought the drone along in case the shit starts to fly. It'll deal with a handful of guards, but don't rely on it. Its core will deplete after a few round trips. Excellent. I knew I was right to get you on board, Vatic. Nobody else would have been gullible enough. Anyway, I'll spot from here. We'll keep in touch via the comm system. You ready? Ja. Keine, jetzt, man muss einmal klicken, um die Maus zu aktivieren, und dann kann man da draufklicken. Man darf dann nur hoffen, dass man nicht versehentlich das hier schon mit wegklickt. Bin bereit. Sounds good. Let's do this. I assume I use this zip wire to get down. Of course. Look, don't fuck this up, Terriel. When have I ever? Alright, don't answer that. You do your job, my friend, and I'll do mine. Genau. Um zu schleichen, drücke C. Deine Schritte sind leise, während du dich duckst. Du kannst dich auch schneller bewegen, indem du also die Shift-Taste drückst, gedrückt hältst, während du dich duckst, wobei deine Schritte aus nächster Nähe zu hören sind. Bedenke, dass Schleichen in öffentlichen Bereichen als illegale Aktion betrachtet wird und dass es Konsequenzen gibt, wenn dich jemand dabei beobachtet. Kommt aber jetzt hier überhaupt nicht vor. Während du dich leise bewegst, ist deine Silhouette dennoch weiterhin zu sehen. Daher ist es ratsam, die Umgebung wie zum Beispiel Büsche, Laubhaufen oder Müllhaufen zu nutzen oder sich hinter einer Deckung zu verstecken. Im Sinnesmodus kannst du gute Verstecke finden, die dabei hervorgehoben werden. Ja, gut, dass wir noch keine Ahnung haben, was der Sinnesmodus ist. Ja, wir benutzen jetzt den hier. So. Und hier haben wir jetzt Büsche. Dir stehen zwei grundlegende Angriffsarten zur Verfügung. Um einen Basisangriff auszuführen, drücke die linke Maustaste. Diese Angriffe bilden eine Combo. Um einen weiteren Angriff im Rahmen der Combo auszuführen, drücke die linke Maustaste zum richtigen Zeitpunkt. Um einen Spezialangriff auszuführen, drücke die rechte Maustaste. Spezialangriffe sind stärker und erweitern deine Kampfmöglichkeiten. Bedenke, dass Spezialangriffe den Charakter schneller ermüden als normale Angriffe. Das ist im Übrigen, was auch nicht erklärt wird, das Blaue ist quasi unsere Ausdauer. Und das hier sind unsere Lebenspunkte und die regenerieren auch nach einer Weile. Jeder Waffentyp besitzt seine eigene Combo, seine eigenen Spezialangriffe, Angriffsgeschwindigkeit und Werte. Zögere nicht zu experimentieren und eine Waffe zu finden, die zu deinem Spielstil passt. Ja, dann speichere ich mal. Und was dir jetzt auch nicht erklärt wurde, ist, dass man auch einen Hinterhaltangriff hat. Hier. Wenn man jetzt angreift, macht man mehr Schaden. Aber das ist immer noch nicht wahnsinnig viel. Da hätte ich auch vorbeischleichen können. Oh, hoppla, jetzt ist er runtergefallen. Und da klickt man dann halt rum. Man kann theoretisch auch ausweichen mit der Alt-Taste. Also hier quasi um den Gegner rumzirkeln. Fand ich aber bisher zumindest verhältnismäßig unpraktikabel. Und auch unnötig. Also hat mir, glaube ich, mehr geschadet als geholfen. Ich lade aber jetzt mal, um halt da noch... naja, wir versuchen jetzt einfach mal vorbeizuschleichen. Ne, dieses Mal kriege ich aber nicht dieses Gebrutzel ab. Ja. Ja. Und so ist das Ganze dann halt als Schleichspiel. Jetzt gucken wir, dass der weg ist. Kartenmarkierung aktualisiert. Und man kann halt auch dieses Sinnesdings drücken, was vorher angesprochen wurde. Und dann kann man hier sehen, wo man sich genau verstecken kann. Und man kann auch Charaktere da oben locken. Ah, jetzt wird der Sinnesmodus erklärt. Der Sinnesmodus ist eine taktische Übersicht über deine Umgebung. Hiermit kannst du deine Lage gründlicher bewerten. Sichtkegel deiner Gegner. Ja, okay, bei dem sieht man es.
Sich gegen deine Gegner, ihre Einstellungen mit ihren einigen Verbesserungen, sogar ihre Stärken und Schwächen, ihren Wohlstand und ihre Effizienz eines Überraschungsangriffs gegen sie prüfen. Um den Sinnesmodus zu aktivieren, drücke Q gedrückt. Um ihre Kamera im Sinnesmodus zu bewegen, drücke die Maus oder verwende die Maus, um einen Gegner zu verfolgen. Fahre im Sinnesmodus mit dem Cursor über deine Silhouette und drücke die linke Maustaste. Die muss man gedrückt halten. Jetzt mache ich mal. Ah, okay, man muss den aber aktiv halten, damit man das sehen kann. Ja. Da sieht er mich anscheinend nicht. Ja, da könnten wir jetzt stehlen, aber deshalb hatte ich anfangs mal nachgeguckt. Wir haben jetzt davon schlussendlich nichts, weil wir nichts verwenden können. Also halt nichts mitnehmen. So. Ich weiß nicht, ob der da weggeht. Als ich beim ersten Mal hier das gespielt habe, habe ich einfach alle umgebracht. Vermutlich. Ah, okay, der da geht da raus. Ah, okay, da sind wir jetzt drin. Du wirst auf Sicherheitsvorrichtungen stoßen. Sicherheitskameras und sind eine dieser Vorrichtungen. Diese Kameras können Eindringlinge mit ihren Scans erkennen. Sobald ein Eindringling entdeckt wurde, wird ein Alarm ausgelöst und somit umstehende Wachen alarmiert. Kameras können auf verschiedene Weise deaktiviert oder gemieden werden. Eine davon ist es, Schalter zu finden und diesen zu hacken. Kameras sind in der Regel über Kabel mit Schaltern verbunden. Diese Kabel werden im Sinnesmodus hervorgehoben, damit du den Schalter leichter finden kannst. Jetzt ist er auf uns aufmerksam geworden. Hat uns aber noch nicht gesehen und ist einfach vorbeigelaufen. Aha. Wir hätten wahrscheinlich, ups. Wir hätten wahrscheinlich auch, da ist das Licht angebunden, das hier quasi hacken können, dann wäre das auch ausgewiesen. Aber das Spiel ist halt sehr vergebend, was die, der guckt gerade in meine Richtung. Ah, okay, da kann er durchlaufen. Why don't you do your job, Vatek, and let me do mine? I know what I'm doing. Ah, don't worry, I'll do mine. I'll trigger the distraction near the security booth to clear your path. When you're taking care of the cameras, I'll set the other distraction off. That should draw the guards away from the main entrance. Ja, wir sind nicht im Kampf oder so. Können jetzt nochmal einen Blick auf die Karte werfen. Wir müssen erstmal, das kann man jetzt hier aber auch nicht wirklich sehen. Das eine, was der, ist halt sehr schwer, finde ich, hier einen Plan zu haben, was man überhaupt machen soll. Also wir haben zwar links oben stehen, betritt das Grugbarra-Anwesen und schaltet die Sicherheitssysteme ab. Aber wo soll man jetzt hin? Klar, zu den beiden Dingern. Wo soll ich zuerst hin? Keine Ahnung. Das ist aber, weil ich das jetzt beim letzten Mal schon gemacht habe, weiß ich, dass ich da hin muss. Aber es ist halt
etwas suboptimal gelöst. Der eine hatte mich da gesehen. Ja, hat aber die Lust wieder verloren. Also sie sind da sehr nachgiebig. Genau. Da unten diese weißen Flächen, das sind jeweils Schalter. Ich mache weiter, bis mir das Aurit ausgeht. Man kann aber halt auch nicht wirklich wen hinterrücks umbringen. Naja, das ist jetzt ein Hack. Naja, warum will ich da nicht zeigen? Wir gehen einfach mit WASD quasi nach vorne. Und müssen nur vermeiden, dass wir in diese roten Zeilen kommen. Inventar aktualisiert, Schlüsselkarte gefunden. Ah, da hätte ich ja auch so machen können, ohne das zu knacken. Man kann auch, wenn ich richtig Erinnerungen habe, E drücken und dann Q drücken und dann E, dann genau, kann man die Zeit vorspulen. Gesperrt halten für mehr. Born. Und jetzt müssen wir wieder zurück und dann dahin. Speichere ich nochmal. In den Busch. So, da haben wir auch mal bohren. Da haben wir jetzt so einen Typen stehen. Aua. Okay. Das war vielleicht nicht so optimal. Da bin ich nicht mehr weggekommen. Hätte ich vielleicht dann doch mal das Dings zum Rollen nehmen sollen. Ja, oder einfach nur laufen. Aber die vergessen einen halt auch extrem schnell. Also eigentlich kann einem da nicht viel passieren. Oh, ist mal hier.
Wir können noch da unten mal ins Gehege rein. Ich glaube, das muss man nicht. Da ist eine Spinne. Wüb. Oh. Codex aktualisiert. Da kann man jetzt auch die Spinne looten. Und wir können beispielsweise, wenn wir jetzt ins Inventar gehen, dann können wir hier auf Ausrüstung umschalten. Dann können wir, oder wenn wir hier jetzt davon was verwenden wollen, also Wild, dann müssen wir da draufklicken, also Doppelklick oder Ausrüsten. Und dann ist man hier und dann weiß man immer noch nicht recht, was man machen soll. Und dann... Ja. Nochmal da. Und jetzt haben wir es ausgerüstet. Also das ist, finde ich, super unintuitiv gemacht. Und dann, ja, wie benutzen wir das? Das benutzen wir, indem wir die mittlere Maustaste drücken. Und dann sieht man da oben Tasten T, G, Z und H. Und die muss man drücken, aber die muss man drücken, während man in diesem Menü ist. Auch nicht super intuitiv. Da habe ich auch erstmal ein bisschen rumüberlegen müssen, wie soll das gehen. Ja, der eine Typ hat mich gesehen und verfolgt und dann auch quasi direkt wieder vergessen. Aua, 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 lass mich durch. Das ging verhältnismäßig schnell. Du bist gestorben. Na, jetzt mal wieder hier. Aber das ist kein Ding. Also ich kann hier auch einfach durchlaufen, wenn ich nur nicht so blöd bin und mich da im Kampf halte. Ich kann jetzt einfach da durchlaufen und da passiert nichts. Da habe ich die Spinne natürlich nicht getötet. Das können wir nochmal machen. Aber deshalb meinte ich anfangs auch, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das mit dem Stealth mir überhaupt antun will, weil es mir eigentlich, mir zu mehr Problemen geführt hat, als es hilft. Wenn du einfach nur durchläufst, kommt es mir einfacher vor. Kann natürlich sein, dass sich das später ändert. Oh, da haben wir Hitpoints verloren. War doch ein bisschen zu hoch. Bringen wir den nochmal um. Nächste. Ja. Und dann haben wir da noch einen. Auch tot. Wenn man einfach nur alle umbringt, dann ja, wird es irgendwie einfacher.
So, und theoretisch kann man sich jetzt hier auch noch, damit kriegt man auch direkt ein Achievement, wenn man hiervon die ganzen Sachen mitnimmt und sich dann als einer von denen ankleidet, dann sollten die einen theoretisch nicht so schnell sehen, was ich aber auch nicht wirklich feststellen konnte. So, und hier mit dem Anziehen, da drücke ich jetzt hier E für Gegenstand verwenden. Dann muss ich hier nochmal E drücken und dann habe ich den angezogen und bin dann wieder zurück. Also E, E. Also mit den Hotkeys geht's dann. E, E. Aber es ist, finde ich, nicht besonders gut gelöst. So, jetzt haben wir seine Rüstung an. Die Metallarmbrust ist schlechter als das, was wir haben. Können wir einmal speichern. Und dann kann ich jetzt auch mal zeigen, was ich meinte mit dem Laden. Wenn wir jetzt hier quickloaden, haben wir sicherlich. Ne? Dann weiß ich nicht genau, wodurch das beim anderen Mal gekommen ist, als ich das hatte. Ja, da sind wir jetzt einfach an dem vorbeigelaufen und der hat nichts gesagt. Man darf nicht zu nah an die drankommen. Dann sollte das funktionieren. Der läuft im Boden. Außer diese mit diesem Kranz da drum, die sollten einen anscheinend dann schnell sehen. So. Give me a hand there, Vitek. I'm in the private chambers. There's all sorts of expensive looking crap in here. Which one's the cipher? From the energy readings I'm getting, I'd say it's none of them. The cipher's somewhere else. Right, Vatic. I'm in a big room full of artifacts and weird stuff. Go in sense mode. Have a look around. There might be some sort of secret entrance to the cipher chamber. Ja. Da kann man jetzt links oben auch noch sehen, dieses Symbol dafür, dafür, dass wir getarnt sind. Entdeckung. Entdeckung. Dann können wir uns die Sachen mal angucken. Some people have got strange hobbies. Not what we're looking for, though. Da war ein Buch. Auritz Malkin, der Erforscher. Wandern in der Welt des Chaos. Welt im Chaos. In der Welt im Chaos. Auritz ist hier die Währung. Sehen wir hier rechts oben auch. Wir haben 9 Auritz. Malkin, der Erforscher, Kapitel 1. Wandern in einer Welt im Chaos, Teil 1. Wenn wir an die Gesetzlosigkeit des Stammes denken, die von der Gründung des Wertheilreiches herrschte, vor der Gründung des Wertheilreiches herrschte, ist es schwer vorstellbar, dass jemand die gespaltene Welt erforschen wollte. Doch Viggo Malkin tat genau das. Geboren im nomadischen Stamm der Guanta, lag ihm die Liebe zum Wandern im Blut. Der Guanta streifte unaufhörlich umher und erschöpfte die natürlichen Ressourcen einer Stätte, bevor er weiterzog. Viggo folgte jedoch nicht seinem Stamm. Man geht der Annahme, dass er, als er aufbrach, nur sein großes Blatt Pergament und ein seltsames Artefakt bei sich trug, das es ihm ermöglichte, entlang der Oberfläche der Welt zu reisen. Auf das Pergament zeichnete er eine Karte seiner Umwelt, während er lief. Ja, super. Vielen Dank. Und dann haben wir hier Teil 4, das Ballenhurst-Erbe. Wir nehmen Socken mit. Als Elgas wieder damit begann, mit seinem Erben zu prahlen, wurde Bastians Hass auf seinen Bruder immer größer. Eines Tages schnappte der Jüngere zu und stach Elgar mit einem Familienmesser ins Herz. Lord Ballenhurst fand Bastian weinend in der Blutlache seines Bruders vor. Es tut mir leid, Vater, schluchzte Bastian. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Er hat unseren Namen durch den Dreck gezogen. Er hat dein Erbe nicht verdient. Bastians Stimme brach ab. Lord Ballenhursts Gesicht war wie aus Stein, als er auf die mitleiderregende Situation schaute. »Ich werde heute gehen, Vater«, sagte Bastian. »Ich habe dich enttäuscht.«
Maurice Ballenhurst hob Bastians Kinn an und sah ihm tief in die Augen. Du hast Mut und Skrupellosigkeit bewiesen, mein Sohn. Ich sehe die Kraft der Ballenhursts in dir brennen. Du hast meinen Test bestanden. Wenn ich sterbe, wird alles dir gehören. Ja, ist eine tolle Welt. Dann haben wir dieses Ding hier. Untersuchen. Muss man nach vorne laufen und gleichzeitig drücken. That's one big ugly mushroom monster. I doubt they hid the device inside this thing. And even if they did, not checking. I'd be devastated if you got your head stuck up a mushroom monster's ass and I wasn't there to see it. Und noch Krams, elegante Handschuhe. Aber wie gesagt, man behält die Sachen sowieso nicht. Von daher brauche ich da jetzt auch nichts mitnehmen. Nicht alles einsammeln. Man hat auch eine begrenzte Tragekapazität. Ich wollte jetzt nur die Bücher nehmen. Ah, oh, you'll appreciate this, Vatic. An innocent looking book on an everyday shelf. Somewhere there'll be a switch. The classics never die, do they? Rött. Da sehen wir schon Spinnenbeinchen. Ich speichere nochmal, aber ich glaube, es passiert hier sowieso nichts. Also selbst wenn man hier drin rumläuft. Um das aufzumachen, drücken wir jetzt den hier. Ah ja, da darf man auch nicht rein. Ah, es sieht halt komplizierter aus, als es ist, weil diese Nullen und Einsen eigentlich gar nichts zu sagen haben. Es sind ausschließlich die Farben. Ancients, my head. You're on an Imperial Zeppelin. What? Who said that? Calm down, human. My name is Artanak. Wait, are you in my head? Of a manner of speaking, yes. You passed the test, so I have possessed you. Oh, shit. You're a demon. This is insane. What test? You reach the cipher and survive the bonding process. That makes you useful to the Vetrel Empire. Always an honor to be manipulated by the Empire. Who arranged this damn test anyway? Emperor Drugan. Oh, you're kidding, right? This just gets better and better. What does he want? We're traveling to the prison island of Peh to find someone. Peh, toller Name. Oh, fantastic. I've heard great things about Peh. Will I get the opportunity to leave at any point? Of course, if you do as I say. Think of it as an incentive. In a closed society where everybody is guilty, the only crime is getting caught. In a world of thieves, the only final sin is stupidity or so. Manchmal ist davonlaufen der einzige Weg, um zu überleben. So I'm a prisoner now. Great. When the job is done,
you'll be free to leave, Peh. Besides, you could argue that we're both prisoners. Oh, my heart bleeds for you. Geh weiter. Haben schön die Arme, die Hände zusammengebunden. Approach the area to commence security scan. Pille einnehmen. Wait here to receive your visa. Oh, that tastes awful. These pills allow travel around Peh. They bond to your biometrics and identify you at security checkpoints. Weitere Visa? Sagen wir mal das. Ich kann auch. Erst, entweder muss ich hier irgendwo reinklicken. Dann habe ich die Maus. Ja. Oder ich hätte auch 1 oder 2 drücken können. Weitere Visa. Do I need to get more visas? This is the basic visa granted to everyone. If you survive long enough, you may be given access to other visas. Make your way to decontamination. Prisoners attempting to flee will be shot. Security check complete. Proceed to decontamination zone. Just leave your clothes there. Put this on. Well, this is a coincidence. Looks like some sort of crude multi-tool. It's not a coincidence. You were meant to find it. For Drugan's sake, keep it out of sight. Take it easy. We're gonna have problems if you're such a pain in the ass all the time. Just keep moving. Mm-hmm. Wir gucken mal gerade ins Tagebuch. Geh zur Dekontaminierungskammer. Ich bekam mein erstes Visum. Es gibt ein Visumsystem in Peh, das die Bewegungen um den Platz kontrolliert. Ich werde mehr von ihnen brauchen, um herumzukommen. Ich bekam auch ein Mehrzweckwerkzeug. Die Qualität ist zwar bescheiden, aber es könnte nützlich sein. Artanak meint, ich wäre dazu bestimmt, es zu finden. Ich habe Peh erreicht, sie aus dem Drecksloch. Es riecht auch wie eins. Ich würde mit den anderen Gefangenen Zeppelin zum Ankunftsterminal gebracht. Mhm. Kann ich das jetzt knacken? Ist wahrscheinlich nicht so gut, oder? Ah, Bohrerstufe nicht erfüllt. Und das? Auch nicht. Remain in the marked green zone. Decontamination chamber. Decontamination commencing. There's a big man. Caution. Beg for the chemicals life. Used in decontamination can be lethal. Decontamination complete. Proceed to the exit area. Ist aber nicht nett. Mhm, Egon. Sprechen. Are you a puppeteer? Well, it ain't any of your fucking business then, is it? Es geht mich etwas an. Was ist ein Puppenspieler? That depends. What's a puppeteer? Blade the heavens. What did you do to get here? Piss in the punch bowl at some tough's party? The puppeteers are a gang of idiots. We grits put them in the gutter where they belong. So, it ain't your fault, is it?
Es geht mich jetzt etwas an. Perhaps I'd like to make it my business. Ha! Big mistake. I'll deal with you first then. Können wir den auch angreifen jetzt? Ich probiere das einfach mal. Das ist doch ziemlich easy. Ich meine, ja, der greift an und macht ein bisschen Schaden, aber... Okay, umgehackt. Banditenrüstung. Ich probiere mal gerade aus. Jetzt weiß ich nicht genau. Ah, hier oben hatte ich gespeichert. Vielleicht können wir da auch noch den anderen Typen retten. What's going on here? Are you a puppeteer? Well, it ain't any of your fucking business then, is it? Es geht mich jetzt was an, was ein Puppenspieler? Perhaps. Caution. The chemicals used in decontamination can be lethal. Und jetzt ist er aber gekillt worden, oder? Ne, der lebt noch. You may well have just saved my life from that grit scum, stranger. Interessant, okay. Thanks isn't worth much here, so know that puppeteers repay their debts. Decontamination complete. Cool. Proceed to the exit area. Dann looten wir den doch auch direkt mal. I know plenty of guys who came over here looking for riches. Never heard from any of them again. We're all slaves here. Whoever heard of a fucking paradise for slaves? Uh-huh. Okay, ja, dann ist es auch erstmal Zeit, hier einen Schnitt zu machen und dann werden wir beim nächsten Mal uns das hier mal näher anschauen. Weiter hatte ich jetzt auch zuvor nicht gespielt, also das wäre jetzt auch alles neu für mich. Und, ja, dann zeige ich zum Schluss noch gerade, dass es hier auch keine Sicherungen gibt. Wenn man hier runterfällt, ist man auch direkt tot. Superschön, oder? Also dann mache ich den Schnitt und wir schauen beim nächsten Mal weiter. Bis denne!